Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Online-Lektion zur Geschichte der Mathematik. Technisch ist das heute für mich eine Premiere. Ich nutze erstmals das neu eingerichtete Videostudio der E-Learning-Abteilung. Vielen Dank nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, dass das so kurzfristig und unkompliziert möglich war. Falls Sie meine Videos zu den Grundfragen des Mathematikunterrichts oder der Didaktik der Geometrie bereits kennen, bleibe ich mir insofern treu, dass ich nicht durchgängig selbst im Bild bleibe, sondern Sie da und dort alleine mit den Folien und meiner Stimme auskommen müssen. Für diejenigen, die diese Videos noch nicht kennen, was Sie mit den Icons unter dem Video anstellen können, können Sie in Moodle nachlesen. Da und dort wird dieses Video kurz angehalten und es werden Dialogfenster erscheinen, so wie auf der Folie oben, wo Sie zum Beispiel eine Multiple-Choice-Frage oder eine kleine Denk- oder Rechenaufgabe lösen sollen. Das dient im Wesentlichen dazu, dass Sie mir während dieses Videos nicht einschlafen und auch ein bisschen merken, ob Sie vom Gehörten auch etwas behalten oder verstanden haben. Beurteilt oder benotet werden Ihre Antworten auf diese Fragen aber in keiner Weise. Worum geht es heute? Inhaltlich. Ich möchte Ihnen als Exkurs zu unserem ersten Block, den frühen Hochkulturen, etwas über Ethnomathematik erzählen. Was man unter Ethnomathematik versteht, wird die erste Frage sein, die wir klären sollten. Vorab reicht es zu sagen, dass Ethnomathematik zwar bis in die frühesten vorschriftlichen Kulturen zurückreicht, aber nicht auf diese historische Periode, auch nicht auf das Altertum beschränkt ist. Deswegen ist das Ganze hier auch als Exkurs bezeichnet. Ich erlaube mir, auch schon in jüngere zeitgeschichtliche Epochen hereinzuschauen. Dass es sich nur um Einblicke handeln kann, liegt dann an der großen Breite ethnomathematischer Fragestellung, die man in so einem Video in keiner Weise systematisch abdecken kann. Nach der Begriffsklärung geht es dann mit einem der frühesten Zeugnisse mathematischer bzw. protomathematischer Betätigung los, welches auch schon in der ersten Vorlesung vorkam, nämlich dem Ishango-Knochen. Während wir uns in der ersten und zweiten Vorlesung bereits Zahlzeichensysteme aus Mesopotamien und Ägypten angesehen haben, soll es dann als zweites inhaltliches Thema um gesprochene und gestikulierte Zahlen gehen, vor allem aus Zentralafrika und aus dem Gebiet von Papua-Neuguinea und Ozeanien. Das Thema Zahlzeichensysteme selbst wird dann noch einmal unmittelbar aufgegriffen, indem wir uns mit den Zahldarstellungen bei den Maya und den Inka beschäftigen, also zwei Kulturen des präkolumbianischen Mittel- bzw. Südamerika. Den Abschluss bilden dann Ausführungen zu Mustern und Algorithmen in kulturellen Praktiken der Chokwe, einem Bantu-Volk, und den Tamilen, einer ethnischen Gruppe aus Südindien, also aus ganz verschiedenen Regionen der Welt, die aber erstaunliche Parallelen in diesen geometrischen Mustern aufweisen. Was kann man denn nun aber unter Ethnomathematik verstehen? Die Vorsilbe Ethno meint altgriechisch fremdes Volk. In erster Näherung ist Ethnomathematik also die Mathematik fremder Völker. Ethnomathematik wendet sich gegen folgende Wahrnehmung. Es gibt nur die eine wahre, meist auch reine Mathematik, deren Geschichtsschreibung faktisch erst in Griechenland beginnt. Alles davor ist maximal Rechnen. Diese Mathematik schlummert während des finsteren Mittelalters, bevor sie dann in der Renaissance in Europa wiederentdeckt und bis zur frühen Neuzeit zur Blüte entwickelt wird. Bevor dann die europäischen Kolonialherren die ganze Welt mit dieser Mathematik beglücken, auf dass sie blühen und gedeihen möge. Ethnomathematik wendet sich strikt gegen dieses Zerrbild und will ganz bewusst unterdrückte und verdrängte Mathematik ins Rampenlicht holen. Inwiefern verdrängt und unterdrückt? Ich zitiere hierzu etwas ausführlicher Ubiratan D'Ambrosio, einen der Mitbegründer des ethnomathematischen Forschungsprogramms. Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts und hauptsächlich dann im Verlauf des 16. Jahrhunderts haben die europäischen Nationen, allen voran Spanien und Portugal, später gefolgt von den Niederlanden, England und Frankreich,
fast alle Territorien unseres Planeten erobert und Kolonien überall in der Welt eingerichtet. Unter dem Kolonialregime wurden die lokalen Produktions- und Handelsmittel nach europäischem Vorbild ausgerichtet. Gleichzeitig wurden die intellektuellen Leistungen der unterworfenen Völker in der Regel missachtet, häufig sogar mit Gewalt unterdrückt. So sind deren traditionelle Methoden des Messens, der Organisation und der Quantifizierung von Mengen mehr oder minder vollständig verschwunden, ebenso wie die Sprachen, die Religionen, die Medizin und viele andere Kulturtechniken. Ethnomathematik versteht sich nun als emanzipatives Programm in der Geschichte und Philosophie der Mathematik mit fachdidaktischen Implikationen. Emanzipativ vor allem auch in dem Sinne, dass nicht-europäische Traditionen ernst genommen, wertgeschätzt werden und Menschen außerhalb Europas sie nicht nur als Teil der Kultur ihrer Eroberer sehen können, sondern als tief in der eigenen Kultur verwurzelt, was dann auch Konsequenzen für Unterricht hat, also auch ein fachdidaktisches Anliegen betrifft. Für Ethnomathematik ist mit Gerdes gesagt zunächst einmal kennzeichnend, dass sie dabei ein weites Verständnis von Mathematik hat. Mit Ellen Bishop können zählen, lokalisieren, messen, entwerfen und erklären, ebenso wie spielen, als kulturelle Basisaktivitäten gelten. Diese Aktivitäten finden sich in nahezu allen Zeiten und Kulturen und mit ihnen sind Fragestellungen verbunden, die wir aus unserer heutigen Sicht als mehr oder weniger ausdrücklich mathematisch empfinden. Die Ethnomathematik interessiert sich dann zweitens dafür, wie und warum es in verschiedenen Kulturen zur Entwicklung von Aktivitäten gekommen ist, die wir heute als mehr oder minder mathematisch empfinden oder anders. Sie interessiert sich für soziokulturelle Faktoren, die die Entwicklung von Mathematik beeinflussen. Auch dafür, wie solche Faktoren das Unterrichten und das Lernen von Mathematik beeinflussen bzw. beeinflusst haben. Für Ethnomathematikerinnen und Ethnomathematiker ist Mathematik daher immer ein kulturelles Produkt, das unter bestimmten ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen entstanden und auch nur unter diesen verstanden werden kann. Manchmal wird von konservativen Kritikern eingewendet, Ethnomathematik sei deshalb Spinnerei. Der Satz von Pythagoras gelte schließlich überall gleich und 2 plus 2 sei eben 4. Daran ändert doch die Kultur nichts. Das ist ein Missverständnis von Ethnomathematik. Es wird in der Ethnomathematik gar nicht bestritten, dass Mathematik universal in dem Sinne ist, dass sie in allen möglichen Kulturen entsteht oder entstehen kann. Wohl aber ist das, was als Mathematik, als echte Mathematik zählt, durchaus kulturell beeinflusst. Viele Universitätsmathematikerinnen und Mathematiker rümpfen etwa die Nase, wenn sie Schulmathematik sehen. Das sei ja gar keine echte Mathematik. Auch hier haben wir es mit spezifischen Mathematiken von zwei Subkulturen zu tun, nämlich der Universität und der Schule. Ethnomathematik interessiert sich dabei besonders für solche Subkulturen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen. Etwa für Straßenkinder in Brasilien, die nicht lesen und schreiben und im Sinne der Schulmathematik auch nicht gut rechnen können, in deren alltäglichen Handlungsroutinen sich dann aber teilweise erstaunliche, kontextgebundene Rechenfertigkeiten zeigen. Genauer gesagt lassen sich drei Forschungsschwerpunkte der Ethnomathematik benennen. Erstens die Mathematik in traditionellen, nicht selten schriftlosen Kulturen, zum Teil isoliert und autark lebender Ethnien und Völker, etwa in Südamerika oder Zentralafrika. Hier sind vor allem anthropologische Ansätze gefragt und für die Geschichte der Mathematik sind diese Informationen eher indirekt von Interesse, insofern man daraus häufig Analogieschlüsse zu Zeiten anstellen kann,
in denen diese einfachen Lebensweisen noch sehr viel weiter verbreitet waren. Ausdrücklich historisch ist die Forschung zur Geschichte der Mathematik in nichtwestlichen Gesellschaften, also etwa den Ländern des Islam, denen wir in dieser Vorlesung aber ohnehin einen breiten Raum geben werden. Es geht aber etwa auch um die Geschichte der Mathematik bei den durch die Kolonialisierung untergegangenen, man sagt wahrscheinlich besser vernichteten Völker in Mittelamerika. Schließlich verbleibt als dritter Zweig die Untersuchung der oft in andere kulturelle Praktiken eingefrorene spezifische Mathematik von Subkulturen, wobei hier insbesondere an solche gesellschaftliche Gruppen gedacht ist, welche sich eben nicht professionell mit formalisierter Mathematik im westlichen Sinne beschäftigen. Zur Ethnomathematik wird teilweise auch die Beschäftigung mit den frühen Anfängen der Mathematik gerechnet. Als ältestes mathematisches Zeugnis kann der Ishango-Knochen gelten, der hier auch noch einmal in einer etwas anderen Art abgebildet ist, als er es in der ersten Vorlesung war. Das Dorf Ishango befindet sich in der Demokratischen Republik Kongo, genauer gesagt an der Grenze zu Uganda, am Nordufer des Rutanzige-Sees. Laut Dirk Heulenbruck ist der Knochen in mehrfacher Hinsicht ein mysteriöses Objekt. Erstens sind bei den Bantu-Völkern, die damals diese Gegend besiedelt hatten, Werkzeuge für den Handgebrauch eigentlich fast unbekannt. Und zweitens macht der am Knochen angebrachte Quarz das Objekt zu einer Art Gravurwerkzeug und das in einer Kultur, die nach unserem Wissensstand eigentlich noch gar keine Schrift kannte. Und bis heute weiß man auch noch nicht, von welchem Tier der Knochen denn wirklich stammt. Gefunden hat diesen Knochen der belgische Archäologe Jean de Heinzelin de Brocourt im Jahr 1935. Er stammt in einer durch einen Vulkanausbruch konservierten Fundstelle. Sie können sich das im Prinzip so ähnlich wie in Pompeji vorstellen. Heute kann man das Alter des Knochens mit der C14-Methode auf etwa 20.000 bis 25.000 Jahre schätzen. Es gibt einige ähnlich alte Knochen, ebenfalls mit Einkerbungen, etwa ganz rechts mit E bezeichnet, diesen Wolfsknochen, der stammt aus Mähren. Dieser Wolfsknochen enthält 55 Einkerbungen, 5 Gruppen mit je 5 kurzen und 6 Gruppen mit je 5 langen Kerben. Die Fünferbündelung ist hier sehr klar erkennbar, man weiß aber natürlich nicht, ob sie aus einem Zählvorgang hervorgegangen ist. Gerade die hohe Regelmäßigkeit des Musters, 5 kurz, 5 lang, 5 kurz, 5 lang, spricht eher dafür, dass die Einkerbungen vielleicht dekorativen Zwecken dienen und nicht ausdrücklich etwas abgezählt worden ist. Der Ishango-Knochen ist da anders gelagert. Die Kerben auf dem Ishango-Knochen, hier ist gewissermaßen sein Mantel als Netz dargestellt, weisen ein deutlich komplexeres Muster auf. In 3 unterscheidbaren Spalten lassen sich folgende Gruppen von Kerben bilden. Links 11, 13, 17, 19, Mitte 3, 4, 6, 8, 10, 5, 5, 7, rechts 11, 21, 19, 9. De Heinzelin erkannte darin folgende Muster. In der linken Spalte finden sich alle Primzahlen zwischen 10 und 20 genau in aufsteigender Folge. In der Mitte hat er Verdopplungen erkannt. 2 mal 3 ist 6, 2 mal 4 ist 8 und 5 plus 5 ist 10. Was die 7 da soll, ist nicht ganz klar. In der rechten Spalte finden sich die Zahlen 11, 21, 19, 9, also genau 10 plus 1, 20 plus 1, 20 minus 1 und 10 minus 1, was unter Umständen dafür sprechen könnte, dass die Einkerbenden ein Zehnersystem gekannt hatten. Insgesamt vermutete de Heinzelin, der Knochen sei Zeugnis eines arithmetischen Spiels. Nun kann so ein Knochen alleine schwer als Zeugnis dafür gelten, dass die Menschen damals tatsächlich ein Konzept von Primzahlen hatten.
Alternative Deutungen sind nicht weniger plausibel. Alexander Marschak stellte 1972 fest, dass die Summen in den Spalten gerade 60, 48 und 60 betragen. Er interpretierte den Knochen daher als Mondkalender, denn zwei Mondmonate haben zusammen 60 Tage. Vor allem Unterschiede in der Ausführung der Kerben, ihre Dicke, ihre Länge, ihre Richtung, ließen einen bestimmte Punkte erkennen, die ganz gut mit Mondphasen zusammenpassen würden. So ein Mondkalender könnte etwa einer Gruppe von Jägern und Sammlern dazu gedient haben, ihre Wanderungen an den Phasen des Mondes auszurichten. Zaslavsky führt als zusätzliches Argument noch an, dass diese Gruppen matriarchal geführt wurden und die Notwendigkeit, so einen Kalender zu führen, sich auch aus dem Menstruationszyklus eben dieser Stammesführerin hätte ergeben können. Dirk Heulebruck stellt diese Interpretation mit Blick auf unser nächstes Thema in Frage. In Zentralafrika gibt es noch heute eine Reihe von unterschiedlichen Zahlworten und Zählsystemen. Wir werfen gleich noch einen Blick drauf. Je nach Sprache finden Zahlwortbildungen in Schritten von Vierern, Fünfern, Sechsern, Zehnern, Zwanzigern oder sogar 6x4 ist 24er Schritten statt. Es könnte sein, dass etwa die aus 4 längeren und 3 kürzeren Strichen bestehende 7 auf ein System hindeutet, das eine 4 als Basis hat. Von Plätzer stammt die Deutung, dass im Gegensatz zu unserem Verfahren bei Strichlisten immer durch Querstriche 5er- oder 10er-Bündel zu bilden, es zu diesem Zeitpunkt, als der Knochen da geritzt wurde, einfach noch keine fest etablierte Anzahl von Strichen gab, die man zu einer Gruppe zusammenfasste. Dann könnten diese Striche aber ebenso gut irgendwelche Spielergebnisse sein, wie ausgerechnet ein Kalender. Your guess is as good as mine. Eine Quizfrage. Wie viele Finger sehen Sie auf beiden Bildern? Okay, das machen wir jetzt mal noch nicht als interaktive Frage. Tatsächlich sollen beide hier abgebildeten Gesten eine 6 darstellen. Wie man mit den Fingern Zahlen zeigt, ist sehr viel kulturabhängiger, als uns das vielleicht immer so klar ist. Und zwischen den Zahlworten und Gesten, die zum Zählen benutzt werden, bestehen Zusammenhänge. Gesprochene Zahlen oder eben Zahlworte haben dabei in der Geschichte der Mathematik eher ein Schattendasein gefristet. Einerseits, weil wir ja ehedem auf schriftliche Quellen angewiesen sind oder Geritzte und so weiter, um überhaupt irgendwas anzusehen zu haben. Und andererseits, weil man, wenn man Mathematik als eine universelle, überzeitliche Wahrheit deuten möchte, wie dies einige westliche Philosophien der Mathematik tun, sich mit so unwichtigen Details wie dem Umstand, dass Zahlwörter ganz unterschiedlich gebildet werden können, eher nicht herumschlagen möchte. Einige Zählsysteme nutzen in recht geschickter Weise Zahlbeziehungen aus, um Zahlworte zu bilden. Hier können Sie sich dann gleich auch einmal als Forscherinnen und Forscher selbst betätigen. Es folgt gleich die erste Interaktion. Auf der Folie oben sehen Sie Zahlworte für 1 und 2, jeweils in 3 verschiedenen nicht-austronesischen Sprachen, welche auf Neuguinea gesprochen wurden oder werden. Der südliche Kiwai-Dialekt, Giri und Gende. Ich zeige Ihnen gleich jeweils die Worte für 3, 4 und 5 in den 3 Sprachen hintereinander. Steht aber jeweils nicht dabei, welche davon die 3, die 4 bzw. die 5 ist. Und Sie sollen jeweils eine, also die 3, die 4 oder die 5, unter den 3 versuchen herauszufinden. Das geht nur im interaktiven Video auf YouTube, ist einfach eine kurze Pause und dann kommt direkt die Auflösung. Die hier abgebildeten Zahlwortsysteme sind, wie man sagt, rein zweizyklisch. Es gibt eigene Worte für 1 und 2.
alle weiteren Zahlen werden im Prinzip als Summen von Zweien und Einsern gebildet, wobei manchmal noch Verbindungssilben hinzukommen, beziehungsweise die 1 in höheren Zahlen auch abweichend bezeichnet sein kann. Es wird schnell deutlich, dass diese Zahlworte nur für recht kleine Zahlen zweckmäßig sind. Von den etwa 400 Sprachen, die man im Bereich Papua und Neuguinea nachweisen kann, werden dann auch nur in weniger als 10% der Sprachen so die Zahlworte gebildet. Häufiger sind Sprachen zu finden, die neben dem Zweierzyklus auch noch einen Fünfer und zusätzlich noch einen Zehner oder sogar einen 20er-Zyklus haben. Ein Beispiel für so einen 2-5-20-Zyklus sehen Sie etwa in den auf der Folie abgebildeten Sprachen. Die 5, 10 und 20 sind uns ja gewissermaßen mit in die Wiege gelegt. 5 Finger an einer Hand, 10 Finger an beiden Händen. Und bei den Munduruku in Brasilien werden zum Beispiel auch die 10 mit benutzt, womit dann auch die 20 erklärt wäre. Die Munduruku haben eigentlich keine Zahlworte in unserem Sinne. Teils entnehmen sie diese dem Portugiesischen. Und wirklich gut rechnen lässt sich mit Händen und Füßen auch eher nicht. Im Asaro-Dialekt der Gahuku-Asaro-Sprache spiegeln die Zahlworte zum Teil noch Zählgesten wieder. Die 5 ist unsere vollständige Hand, die 20 sind Hände und Füße einer Person zusammen. Ebenfalls in Neuguinea ist die Oxapmin-Sprache verbreitet, die sich eines Körperteilzahlsystems bedient, das wir uns glücklicherweise in einem authentischen Video ansehen können. Geoffrey Sachs erklärt das Zählsystem wie folgt. Man beginnt mit den Daumen einer Hand entlang der Finger dieser Hand, so dass der kleine Finger 5 ist. Man geht weiter nach unten, der Knöchel ist 6, der Unterarm 7. Es geht weiter zum Gesicht, wobei 12 das nächstgelegene Ohr zur ersten Hand ist, die gezählt wurde. Man geht zum ersten Auge, Auge ist 13, man geht zur Nase 14, zum anderen Auge 15, zum anderen Ohr 16 und dann wieder entlang der anderen Seite des Körpers bis zum kleinen Finger auf der anderen Seite, der ist die 27. Bei dem Bedarf kann man den Zählvorgang auch noch einmal wiederholen, um 54 zu erreichen. Eine bestimmte Zahl wird dann genauso benannt wie der zugehörige Körperteil. Sachse erwähnt, dass diese Zahlen ursprünglich nicht zum Rechnen gedacht waren, die Angehörigen dieser Sprachfamilie aber inzwischen spezifische Gesten gelernt haben, die ihnen erlauben, einfache Aufgaben wie etwa 16 minus 7 direkt durch Zeigen mit den Körperzahlen zu berechnen. Nicht immer müssen Zahlnamen und Zählgesten miteinander korrespondieren. Als Beispiel nehmen wir das Fingerzeichensystem der Kamba, einem weiteren Bantu-Volk, das in Kenia beheimatet ist. Imie, Ili, Itatu, Inya, Itano, Tantatu, Muonza, Nyanya, Kienda. Das war Kamba. Und außerdem kam hier die erste 6 der ersten Folie wieder vor. Das Zahlwort Tantatu wird hier als 3 plus 3 gebildet. Die Geste zeigt aber eher 6 gebündelte Finger oder, wenn Sie so wollen, vielleicht auch 10 minus 4. Die Arusha, ein Maasai-Volk aus Tansania, zeigen alle 9 Ziffern an nur einer Hand. Nabo, Are, Uni, Onguan, Imiet, Ile, Napishana, Isiet, Enderuyo. Das war Arusha. Und außerdem
kam hier die zweite 6 der ersten Folie vor. Auch hier werden Zahlworte anders als beim 27-Körperteilzahlsystem der Oxapmin nicht einfach aus den Fingergesten abgeleitet. Besonderes Interesse hat das Yoruba-Zahlwortsystem auf sich gezogen, da in den Wortbildungen recht komplexe Zahlbeziehungen genutzt werden. Zunächst ist auch dieses Zahlwortsystem ein System, in dem es eigene Worte für die Zahlen 1 bis 10 gibt. Die Zahlen 11 bis 14 ergeben sich als 10 plus 1, 2, 3, 4. Aber dann wird quasi 5 vor 20, 4 vor 20 und so weiter bis 20 weitergezählt. Das Zahlwort für 40 bedeutet 2 mal 20, das Zahlwort für 60 3 mal 20. Die 20 spielt also auch hier eine große Rolle. Spätestens bei 318 als 400 minus 20 mal 4 minus 2 fragt man sich aber dann doch, wie man zu so einem Zahlwortsystem gelangen kann. George Joseph vermutet, dass die Zählweise mit dem in Nigeria lange Zeit üblichen Kauri-Geld zusammenhängen könnte. Die eiförmigen Gehäuse der Kauri-Schnecken wurden in Afrika lange Zeit als Tauschgeld bzw. auch als Zählmaterial verwendet. Ende des 19. Jahrhunderts hatten Ethnologen bereits beobachtet, dass mit diesem Zählmaterial üblicherweise in 5er, 20er, 100er und 2er Haufen gezählt und gerechnet wurde. Nun erhält man 525 zum Beispiel, aber ja gerade dadurch, dass man zunächst drei 200er Haufen miteinander vereinigt, einen 100er entfernt und dann wieder einen 20er und einen 5er dazu gibt. Auch wenn wir mit Geldscheinen und Münzen Wechselgeld herausgeben, funktioniert das im Grunde gar nicht so anders. Wir wechseln den Kontinent und begeben uns in das präkolumbianische Amerika. Was hier abgebildet ist, ist dabei kein schmückender Vorhang oder eine auffällige Halskette. Es ist vielmehr ein Quipu, der im Inka-Reich ganz schnöden wirtschaftlichen Zwecken diente. Wo Buch über Menschen, Nahrung oder Waffen geführt werden musste, wurden Zahlen mit Hilfe von Knoten in solchen Schnüren kodiert. Nur die Quipu-Kamayakayas, die Hüter der Quipus, wussten, wie ein solches Gebilde dann anzufertigen und insbesondere auch wieder zu lesen war. Wer waren denn die Inkas nun und was zeichnet ihre mathematische Kultur im Weiteren aus? Die Inka sind eine indigene, urbane Kultur in Südamerika. Manchmal werden auch nur deren traditionelle Herrscher als Inka bezeichnet. Im Bild rechts ist die berühmte Inka-Festung Machu Picchu zu sehen. Und die Inka-Könige herrschten vom 13. bis zum 16. Jahrhundert über ein weit umspannendes Reich von etwas über 200 ethnischen Gruppen. Im 16. Jahrhundert eroberte dann der Spanier Francisco Pizarro das von den Inka beherrschte Gebiet und erbeutete dabei riesige Summen an Gold und Silber. Im Jahr 1572 wurde der letzte der Inka-Herrscher enthauptet. Zur Kultur der Inka hält Luis Manguin fest, das Reich der Inka kannte keine Schrift in Form grafischer Zeichen. Dennoch war dieser Staat gut organisiert. Alles wurde minutiös und methodisch verzeichnet, wobei die Quipus das einzige Hilfsmittel zur Übermittlung von Informationen waren. Läufer brachten diese Post über ein Netz von Straßen und Stationen zum Bestimmungsort. Dem Staat dienten Quipus zu statistischen Zwecken, Erfassung der Untertanen, Stand der Vorräte, Produktion der Minen und so fort. Daneben wurden in Knotenschnüren offenbar auch wichtige Geschichtsdaten, Balladen, Gesetze und Friedensverträge aufgezeichnet. Aber das letzte Wort zum nichtnumerischen Inhalt ist noch längst nicht gesprochen. Wir wollen uns im Folgenden auf die numerischen Inhalte konzentrieren. Was sind die Bauprinzipien dieser Schnüre? Entziffert wurden die Schnüre Anfang des 20. Jahrhunderts vom Amerikaner I. Leland Locke.
Die Schnüre bestehen aus Hauptschnüren, hier nach oben weggezeichnet, und Nebenschnüren, hier nach unten weggezeichnet. Die Schnüre folgen einem Dezimalsystem. Die Stellenwerte sind von außen nach innen zu lesen, also die kleinen Zahlen sind außen. Im Bild sind die Einer violett gefärbt worden, die Zehner grün, die Hunderter mit rosa markiert. Im Original sind die natürlich alle gleichfarbig. Eine Besonderheit gibt es bei den Einern. Diese werden üblicherweise als Mehrfachknoten gebildet. Links ist so mit A gezeigt, wie man so einen Knoten herstellt. Die Zahlen 2 bis 9 bestehen dann aus entsprechenden Mehrfachknoten. Im Bild rechts ist etwa B 2, C ist 5 und D ist 8. In allen höheren Stellenwerten bilden die Zahlen dann Einzelknoten. Der echte Einser, also der im ersten Stellenwert, ist ein Sonderfall. Er wird also ein Achterknoten geknüpft, wie Sie das in E und F sehen, damit man unterscheiden kann, ob der erste Knoten denn jetzt ein Einser oder ein Zehner ist. Fehlen mehrfach bzw. der Achterknoten, so ist der erste Knoten an einer Schnur ein Zehner. Das ist aber immer noch nicht perfekt, da man zum Beispiel 60 oder 600 dann immer noch nicht anhand einer einzelnen Schnur unterscheiden kann. Die hier gezeigten Schnüre stellen Additionen dar. Die Summe der Nebenschnüre 85 plus 319 plus 169 plus 39 ergibt das Ergebnis an der Hauptschnur 612. Die Entzifferung der Quipu hat einige Mathematikhistorikerinnen und Historiker eher kalt gelassen. Es handelt sich offenbar nur um ein Zahldarstellungssystem. Die Quipu sind aber keine Rechenhilfsmittel, wie es etwa ein Abakus wäre. George Joseph weist darauf hin, dass man in Philippe Guaman Poma de Ayalas Werk Die neue Chronik und gute Regierung von 1615-1616 auch die auf der Folie abgebildete Darstellung findet. Hier ist einerseits ein Quipu zu sehen und andererseits deutet man das, was links unten ist, als so eine Art von Felderabakus. Interpretiert man die jeweiligen Zeilen als Zehnerpotenzen und die in den Spalten liegenden schwarzen Steine als zu addierende Zahlen, so wäre dort etwa die Rechnung 21.512 plus 11.013 plus 20.110 plus 1001 ist gleich 53.636 dargestellt. Auf 53.636 kommt man auch durch zeilenweises Abzählen der schwarzen Steine. Für echtes Abakusrechnen fehlt jetzt eigentlich nur noch so eine typische Regel: Wenn in einer Zeile mehr als 10 Steine liegen, nimm die 10 wieder weg und leg einen Stein in die Zeile darüber, um auch für Additionen mit Zehnerübergängen das Ergebnis dann direkt ablesen zu können. Es ist jedenfalls nicht ohne, mit welchen großen Zahlen hier ohne eine Schrift im engeren Sinne umgegangen werden konnte und dann ja offenbar auch musste. Wir kommen noch zu den Maya, einem Volk bzw. einer Gruppe von Völkern, die in Mittelamerika beheimatet war. Rechts im Bild ist der erste Stufentempel in der Stadt Tikal in Guatemala abgebildet, einer der bedeutendsten und am besten erforschten Städte aus der klassischen Maya-Periode, die so vom 3. bis 9. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung angesetzt wird. Die Maya sind vielen aufgrund ihrer aufwendigen und zum Teil äußerst präzisen Kalenderwerke bekannt. Die uns bekannten Zahlzeichen der Maya ordnen sich tatsächlich weitgehend den Zwecken der unterschiedlichen Kalenderwerke unter. Die Eroberung Mittelamerikas durch die Spanier haben insgesamt leider nur 3 Manuskripte aus der Maya-Zeit überlebt. Daneben gibt es einige Inschriften an Stelen dieser Tempelruinen. Die Geschichte der Deutung der erhaltenen Manuskripte ist dabei relativ tragisch. Ausgerechnet dem Bischof Diego de Landa verdanken wir entscheidende Hinweise. Gegen Landa wurde 1566 wegen Übergriffen gegen die einheimische Bevölkerung der Prozess gemacht. In einer Verteidigungsschrift, die die Gottlosigkeit der Maya belegen sollte, hielt er fest, was er über deren Geschichte, Gebräuche, das Alltagsleben und die Architektur, Mythologie, Religion,
den Kalender sowie insbesondere die Schrift herausbekommen hatte. Landa vermutete, dass die Maya-Schrift aus Glyphen besteht, einfachen oder zusammengesetzten Zeichen, die jeweils ein Quadrat ausfüllen. Er konnte eine Liste mit Zeichen erstellen, welchen einzelnen Tage, Monate oder andere Perioden benennen, scheiterte jedoch insgesamt an der Entzifferung der Schrift. Erst 1861 entdeckte ein französischer Missionar in der Bibliothek der Königlichen Spanischen Akademie in Madrid eine Abschrift dieses Textes von Landa und erst in den vergangenen Jahrzehnten ist es gelungen, die Zahlschrift der Maya vollständig zu entschlüsseln. Im Bild sehen Sie zwei Seiten aus dem sogenannten Codex Madrid. Sie stellen einen Auszug aus einem bienenkundlichen Almanach dar. Die Bienen sind hier rot dargestellt und mit Punkten und Balken sind Datumsangaben hereinnotiert worden. Die hier abgebildete Zahlschrift dürfte wenigstens seit dem 5. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung verwendet worden sein. Sie stellt damit eines der ältesten Zahlzeichensysteme dar, das ein explizites Zeichen für die Null enthält. Bis zur Zahl 19 werden die Zahlzeichen aus Punkten und Strichen aufgebaut, wobei sie, sobald sie 4 Punkte haben, ersetzen sie die durch einen Strich. Danach handelt es sich um ein Positionssystem. Die jeweils unteren Zeichen bilden die Einser, gefolgt dann im nächsten Stellenwert von den 20ern. Da sehen Sie unten die 20, ein Zeichen über der 0, ist also 21er plus 0 einer, 21, 21er, ein einer. Wenn Sie jetzt scharf hinsehen, kann bei der 728 der höchste Stellenwert allerdings nicht die 20 mal 20 gleich 400 sein, sondern muss eine andere Zahl darstellen, da wir sonst ja schon bei 808 landen würden. Zeit, Sie wieder etwas zu fordern, eine neue Interaktion. Mit der 728 und der 1092 sollten Sie eigentlich herausfinden können, welchen Wert dieser dritte Stellenwert, also einer, 20er und was kommt jetzt, hat. Und das können Sie dann benutzen, um die Zahl zu bestimmen, die sich hinter diesen roten Zeichen verbirgt. Also bitte, welche Zahl ist hier rot dargestellt? Der zweite Stellenwert stellt hier nicht 400 dar, sondern 360. Die sich ergebende Zahl ist also 3 mal 360 plus 0 mal 20 plus 16 ist 1440 plus 16 ist 1456. Die Vermutung liegt nahe, dass die 360 etwas mit einem Kalender zu tun haben könnte. Tatsächlich besteht der weltliche Maya-Kalender aus 18 Monaten mit je 20 Tagen. Der letzte Monat, Wajeb, hat dann nur mehr 5 Tage. Eine Besonderheit sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Das, was bei uns der 1. Jänner ist, würde seine Entsprechung im 0. Pop finden. Und der 1. Februar wäre dann der 0. Wo. Die Maya hatten also nicht nur eine kardinale Null, sondern sogar eine 0. Position, also eine ordinale Null, was äußerst ungewöhnlich ist. Popkulturell bekannter ist der spirituelle Maya-Kalender, der Tzolk'in. In diesem Kalender werden parallel 2 Zyklen verwendet. Es gibt 20 Tagesnamen und es gibt zusätzlich 13 Zahlenangaben. Das spirituelle Jahr beginnt dann mit 1 Imix. Die Zählung schreitet in Zahlen und Namen über 2 Ik, 3 Akbal und so weiter bis 13 Ben voran. Ab jetzt wiederholen sich die Zahlen, bei den Namen geht es aber noch ein bisschen weiter, so dass der 14. Tag Ix heißt, der 15. Tag 2 Men und so weiter. Man kann sich nun mit etwas Modulo-Rechnung oder Teilbarkeitsüberlegungen erschließen, dass man in diesem Jahr auf 13 mal 20 verschiedene Tagesbezeichnungen kommt. Erst nach 260 Tagen wiederholen sich die Kombinationen von Tagesnamen und Zahl,
weil 20 und 13 teilerfremde Zahlen sind. Warum diese asynchrone Zählung verwendet wurde, kann man nur vermuten. Jedenfalls hat man damit zwei verschiedene Zeitspannen kodiert. Vielleicht hatten beide ihre eigene Bedeutung. Corti weist darauf hin, dass die Berechnung von Zeitspannen in diesen beiden Kalendarien einiges an Geschick erfordern kann. Im Codex Dresden, dem zweiten der erhaltenen drei Manuskripte, finden sich dann auch für beide Kalendarien hilfreiche Multiplikationstabellen, mit denen solche Zeitspannenberechnungen, also wie viele Tage liegen zwischen etwas, sehr stark vereinfacht werden können. Nachdem es bislang hauptsächlich um Zahlen ging, wollen wir auch einen Blick auf die Geometrie werfen und kehren dafür wieder nach Afrika zurück, bevor wir uns dann noch einen kleinen Abstecher nach Südindien erlauben. Links im Bild sehen Sie ein sogenanntes Sona, eine Sandzeichnung der Tschokpe aus Zentralafrika. Rechts sehen Sie eine Frau in Indien, die ein sogenanntes Kolam vor ihre Tür zeichnet. Beide Muster weisen hohe Ähnlichkeiten auf. Wir kennen gewisse Symmetrien und wir sehen Punktmuster und es gibt in der Tat Parallelen in der Herstellung der Bilder, die hier gezeichnet werden. Die Einbettung in jeweils alltägliche Praktiken in Afrika und Südindien sind allerdings durchaus verschieden und manchen von uns fällt es vielleicht auch etwas schwer, hier wirklich schon Mathematik zu erkennen. Fangen wir mal mit dem Sona an, beziehungsweise mit den Tschokwe. Die Tschokwe leben vor allem im Nordosten Angolas, im Kongo und in Sambia. Sie sind ein Volk von Jägern, das aber durchaus auch Landwirtschaft betreibt und sesshaft ist. Die Tschokwe sind bekannt für ihre Kunst. Sie dekorieren ihre Häuser mit Zeichnungen, sie stellen Matten und verzierte Körbe her, sie modellieren Ton, sie schnitzen Holz und sie gießen Eisen. Die Sona sind aber keine Dekorationen von Gebrauchsgegenständen. Die Zeichnungen werden vielmehr im Sand ausgeführt und dienen dazu, Geschichten, Legenden und Rätsel zu veranschaulichen. Wir wollen uns ein Beispiel dazu kurz anschauen. Sambalu, der Hase, entdeckte eine Salzmine. Ohne zu zögern kamen der Löwe, der Panther und die Hyäne, um Besitz von der Mine zu ergreifen und das Recht des Stärkeren für sich zu beanspruchen. Der Hase baute einen Zaun und trennte so die Mine von den Eindringlingen. Nur der Hase kommt jetzt noch zur Salzmine hin, ohne den Zaun überqueren zu müssen. Viele der Sona haben eine Besonderheit, die sie mit dem gerade gezeigten Sona teilen. Sie sind monolinear oder sogenannte Eulergraphen. Sie kennen vielleicht diesen Abzählreim. Das ist das Haus vom Nikolaus und nebenan wohnt Weihnachtsmann. Tatsächlich lässt sich auch etwa dieses Sona, die Löwin, in einer einzigen Linie zeichnen, ohne den Stift absetzen zu müssen oder eine Strecke zweimal abfahren zu müssen. Es folgt dabei einem ganz einfachen Zeichenalgorithmus, den ich Ihnen vorzeigen möchte. Wie das funktioniert ist, man setzt in der Mitte zwischen zwei Punkten an, zum Beispiel hier, und jetzt geht man in einem 45-Grad-Winkel nach oben, bis man an die Außenstelle rutscht und dann macht man immer eine Kurve und geht genauso im 45-Grad-Winkel wieder runter. Also ich fange mal an, hier hoch, schön die runde Kurve ziehen, hier runter wieder 45, hier hoch und jetzt komme ich an das Ende des Punktmusters und da muss ich so eine volle Drehung machen und gehe dann wieder in 45 Grad runter und jetzt gehe ich wieder im 45-Grad-Winkel hoch. Und dann geht es wieder runter. Und so läuft das jetzt immer weiter. Ich werde das jetzt etwas beschleunigen dann im Video, weil das nicht so spannend ist, wenn Sie mir die ganze Zeit zusehen. Aber Sie werden feststellen, dass ich es schaffe, zwar nicht ohne Absetzen, aber doch ohne neu aufzusetzen. Also ich setze die Kurve quasi immer weiter fort und schaffe das tatsächlich, mich durch das ganze Muster hindurch zu bewegen und jede Kurve wirklich, jeden dieser Pfade nur einmal zu zeichnen. Es entsteht also
in der Tat tatsächlich auch hier ein echter Euler-Graf. So, jetzt bin ich wieder am Anfangspunkt angekommen. Was man am Ende noch macht, die Löwin kriegt noch ihren Kopf und die Löwin kriegt noch ihren Schwanz und jetzt ist man fertig. Man kann sich um die Figur herum auch eine Wand vorstellen. Die gezeichnete Linie folgt dann gewissermaßen einem Ball, der immer an diesen Wänden abprallt. Besonders interessante Muster entstehen dann, wenn man auch innerhalb des Punktmusters noch weitere Wände sich denkt oder, wie eben in dieser Fabel gerade erzählt, Zäune hinzufügt. Allerdings sind nicht alle Sona mit einer einzigen Linie zu zeichnen, wie wir etwa bei dieser Figur erkennen können, die eine Schildkröte darstellen soll. Gerdes hat eine Systematik der Sona aufgestellt, welche nur nach dem Algorithmus gebildet werden können, 45 Grad und abprallen an den Außenwänden. Für die Schildkröte, die aus so einem 3x3 Raster besteht, benötigt man dann bereits drei Linien, muss also zweimal den Stift absetzen, wenn man keine Strecke mehrfach abfahren darf. Und jetzt sind dann wieder Sie selbst an der Reihe. Können Sie hier schon ein System erkennen? Wenn ja, sollte es Ihnen leicht möglich sein, auch für 3x5 und 3x6 die jeweils passende Zahl mindestens benötigter Linien zu ermitteln. Tatsächlich kann man zeigen, dass bei diesen Punktrastern mit dem gegebenen Zeichenalgorithmus an geschlossenen Linien immer genau der größte gemeinsame Teiler von Zeilen- und Spaltenanzahl benötigt wird. Teilerfremde Zahlen ergeben also die besonders beliebten monolinearen oder Euler-Graphen. Dafür muss man bei diesen allerdings auf mindestens eine Symmetrieachse verzichten. Die Chocque mögen keinen Begriff von Teilbarkeit entwickelt haben. Gerdes konnte aber beobachten, dass ihm schon relativ kleine Kinder für verschiedene vorgelegte Punktraster, ohne hereingemalte Linien oder Farben übrigens, nahezu sofort sagen konnten, wie viele Linien sie für so ein Bild benötigen werden. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass man in Südindien, insbesondere bei der tamilischen Bevölkerung, ganz ähnliche Muster finden kann, wie sie oben im Foto rechts erkennen. Dort werden sie allerdings nicht von Männern zum Ausschmücken von Geschichten und Fabeln verwendet, sondern allmorgendlich von Frauen mit teils eingefärbtem Reismehl vor die Haustüre gestreut. Es ist eine sehr vergängliche Kunst. Die Zeichnungen lösen sich im Laufe des Tages durch die Schritte von Besuchern des Hauses, durch spielende Kinder, durch darüberfahrende Ochsenkarren und durch tropische Regenschauer sehr schnell wieder auf. Kolam sind eine spirituelle Angelegenheit. Sie sollen Besucher willkommen heißen und die Schlangengöttin Naga einladen, ihre schützende, Fruchtbarkeit und Glück verheißende Kraft für die Hausbewohner zu entfalten. Außerdem sollen sie böse Geister abwehren. Kolam haben verschiedene Mathematikerinnen und Mathematiker ebenso wie Informatikerinnen und Informatiker lange Zeit schon fasziniert. Mathematikerinnen und Informatikerinnen und Informatiker und Mathematiker haben versucht, diese Muster durch formale Sprachen, etwa Bildsprachen, Matrixsprachen und mit Mitteln der Graphentheorie zu beschreiben. Einige Muster haben indirekt auch die vielleicht einigen von Ihnen bekannte Turtle-Grafik inspiriert. Wir wollen als allerletztes Beispiel in diesem Video ein vergleichsweise einfaches Muster analysieren, das neuerlich einen Euler-Graphen darstellt, also eine Figur, die in einem Zug als geschlossene Kurve gezeichnet werden kann. Auch bei dieser Figur wird mit einem Punktmuster begonnen, welches diesmal aber sternenförmig von einem Zentrum ausgehend an 8 Armen je 5 Punkte enthält. Dann wollen wir uns auch mal den Herstellungsalgorithmus dieser Figur ansehen. Der besteht daran, dass man an den einzelnen Ästen verschiedene Punkte abläuft, und zwar immer in der Reihenfolge 1, 3, 5, 2 und 4. Das meint, hier ist die 0, da ist die 1, hier ist die 2 und so weiter.
Dann wollen wir mal anfangen. Also wir fangen hier an. Ich bin jetzt immer ein bisschen zittrig, aber Sie werden dann sehen, wie das Prinzip ist. Also an dem Ast die 1 und jetzt muss ich hier rüber zur 3. Jetzt muss ich weiter zur 5. Von der 5 muss ich herunter hier auf die 2 kommen. Also 2. Jetzt geht es auf die 4. Jetzt geht es wieder weiter. 1, 3, 5, 2, 4. Einmal bin ich durch. Jetzt muss ich hier unten wieder hinkommen. Also wieder auf die 1. Jetzt geht es wieder auf die 3. Und jetzt wieder auf die 5 und runter auf die 2. Und jetzt male ich das noch zu Ende, lasse das im Video dann aber so ein bisschen schneller ablaufen. So, wir kommen langsam in die letzte Runde. 1, 3, 5, 2, 4 und zurück auf die 1. Und tatsächlich haben wir wieder einen Euler-Graphen erstellt. Das heißt, ich bin einmal komplett herumgekommen und hätte, wenn ich das jetzt besser könnte, überhaupt nicht absetzen müssen und habe aber trotzdem jeden Punkt nur einmal getroffen. Auch hier wieder etwas Theorie. Warum ergibt sich überhaupt eine geschlossene Kurve? Wir wollen auch für dieses Kolam versuchen, einmal zu überlegen, was hier alles an Mathematik eingefroren ist. Zum Beispiel können wir einmal überlegen, warum eigentlich in dieser Punktfolge 1, 3, 5, 2, 4 wirklich jeder Punkt nur einmal getroffen wird. Dazu habe ich hier oben eine Tabelle angelegt. In der Tabelle haben wir 8 Spalten. Ich beginne mal bei 0, warum wird sich nachher noch zeigen, und 5 Zeilen. Die 5 Zeilen sind immer die 5 Punkte nach außen und diese 8 Spalten sind die verschiedenen Arme der Zeichnung. Jetzt werden wir einfach mal eintragen, der Reihenfolge nach, die Punkte, die wir jeweils markiert haben. Also immer diese Folge 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5. Und 1, 3, 5, 2, 4. Was Sie jetzt feststellen werden, ist, dass tatsächlich in jeder dieser Spalten, die die 7 Arme darstellen, die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 vorkommen in verschiedenen Permutationen, wie Sie vielleicht schon einmal gelernt haben. Was wir uns jetzt noch anschauen werden, ich werde jetzt gleich mal hingehen und werde immer die Zellen, in denen die 1 steht, farbig hervorheben, denn das ist so ein Schlüssel, um zu erkennen, warum das eigentlich so funktionieren kann. Also werde ich die hier mal alle schattieren. Jetzt muss ich mal sehen, Tabelle, Entwurf, da wähle ich mir mal eine Schattierung aus. Sagen wir mal, ich färbe die jetzt alle mal in diesem Orange. Immer die Einser färbe ich orange. Orange. Und nochmal orange. Und jetzt sehen Sie, dass wir es tatsächlich geschafft haben. In jeder Spalte taucht nur einmal die 1 auf. Woran liegt das? Sie haben vielleicht schon mal vom Rechnen mit Restklassen gehört. Wenn Sie nur bis 7 zählen könnten und bei 0 anfangen, haben Sie die Zahlen modulo 8. Die 1 ist die Zahl 1 modulo 8 und die nächste Stelle, an der wir dann wieder eine 1 haben, ist die Stelle 5. Das ist die 2, 5 modulo 8, also die fünfte Spalte. Jetzt kommen Sie auf die 10. Die 10, das ergibt dann als nächstes die 2 modulo 8. Da sind Sie also in der dritten Spalte hier und dann die 15 ergibt die 7 modulo 8. Also, dass das funktioniert, liegt daran, dass wenn Sie die ersten Vielfachen der 5 nehmen, dann funktioniert das genau, dass die Modulo 8 sämtliche der Restklassen durchlaufen. Es ist so übrigens dann jetzt völlig egal, wie hier die Reihenfolge 1, 3, 5, 2, 4 stehen würde. Wir könnten auch 1, 2, 3, 4, 5 dort eintragen. Dann würde ein anderer Stern entstehen, aber wir hätten noch dasselbe. Gut, versuchen wir es auch nochmal mit der Folge 1, 2, 3, 4, 5. Mal schauen, wie das Muster dann ausschaut.
Welche Rolle spielen nun die 5 und die 8? Beide Zahlen sind teilerfremd. Am selben Punkt wird man also in der Tat erst nach 5 mal 8 gleich 40 Schritten ankommen. Hätte unser Ausgangsstern nur 5 Arme mit je 3 Punkten, müssten wir eine Folge von 3 Zahlen wählen, um einmal geschlossen durchzukommen. Hätte er hingegen 12 Arme mit je 7 Punkten, bräuchten wir eine Folge von 7 Zahlen. Mit diesen Überlegungen wollen wir es vorerst bewenden lassen und uns abschließend noch ganz kurz mit einigen fachdidaktischen Implikationen von Ethnomathematik beschäftigen. Paulus Gerdes hat aus den Sola-Zeichnungen ja quasi ein ganzes Curriculum für Lernende und Studierende in Mosambik entwickelt, das aus den Sona heraus Fragestellungen der Geometrie, Zahlentheorie und Graphentheorie entwickelt. Er versucht damit ganz klassisch, die Lernenden dort abzuholen, wo sie stehen, beziehungsweise er versucht aufzuzeigen, wie sich in lokalen kulturellen Praktiken mathematische Fragestellungen finden lassen, die in ganz klassische Teilgebiete der traditionellen, westlich geprägten Mathematik führen können. Solch eine Betrachtung regionaler Praktiken unterliegt dann aber, so kann man kritisieren, gewissermaßen zwingend einem Western Gaze. Der Niederländer Gerdes versucht, in den afrikanischen Sandzeichnungen die ihm vertraute Mathematik wiederzuerkennen, um sie dann den Eingeborenen schmackhafter machen zu können. Das wirft dann zwangsläufig auch die Frage auf, ob wir die kulturellen Praktiken uns fremder Völker erst dann wertschätzen können, wenn wir in Form der Mathematik dann doch wieder die vermeintlich unsere darin erkennen können. Man kann auch fragen, ob zu Schulmathematik umgemodelte Sona, Kolam oder andere Artefakte spezifischer kultureller Praktiken nicht jede Authentizität und ihren Wert als solche verlieren, wenn man die Mathematik zum Zwecke des Lehrens und Lernens aus ihnen herauslöst und damit letztlich doch wieder ihren kulturellen Kontext außer Acht lässt. Auf diese Fragen werden wir heute keine Antworten mehr finden. Ich möchte trotzdem das Thema Ethnomathematik für heute beschließen. Für Sie folgt jetzt noch ein kleiner Abschlusstest. Um den zu starten, müssen Sie gleich so unten im Bild irgendwo auf Zusammenfassung klicken. Von meiner Seite dann erstmal auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Vorlesung oder wir sehen uns im nächsten Video. Musik